herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich zeige euch heute, wie man ganz einfach so ein schönes kleines Windrad hier selber machen kann. Ich werde mal ein bisschen pusten. Und ihr seht, wie schön sich das dreht. Und so eins können wir heute hier nachbasteln. Und was man dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht ein schönes Blatt Papier, am besten nicht ganz dünn, sondern etwas festeres Papier. Dann Tesafilm oder Washi-Tape. Zwei Schaschlikspieße, eine Perle, die eine so große Öffnung hat, dass sie auf den Schaschlikspieß hier drauf passt. Alleskleber, eine Schere und ein Locher. Als erstes verbinde ich die beiden Schaschlikspieße miteinander. Die Spitze kommt hier nach unten und dann kommt hier oben der andere Schaschlikspieß dran. Den kann man natürlich etwas kürzen, also einfach durchbrechen. So soll das Ganze jetzt verbunden werden. Ich werde das Ganze erst ein bisschen mit Tesafilm umwickeln und dann noch ein bisschen mit Washi-Tape verzieren, damit es schöner aussieht. So, einfach ein bisschen kreuz und quer umwickeln, damit das dann auch ungefähr hier so gerade oben so ein Kreuz ist. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Washi-Tape drum gemacht und das ist jetzt schon mal fertig. Jetzt geht es weiter mit meinem Blatt Papier. Das falte ich einmal so von der Kante so rüber. Und hier schneide ich das jetzt ab. Wenn ich das jetzt auseinanderfalte, ist das ein Viereck oder ein Quadrat eben mit allen Seiten gleich lang. Und jetzt falte ich hier entlang dieser Falte noch einmal. Und jetzt geht das einmal so und einmal so hier durch. Jetzt brauche ich meine Schere und ich schneide mit der Schere jetzt, das Ganze sind, und ich schneide das jetzt mit meiner Schere ungefähr bis hier ein. Also wenn das Ganze hier so in drei Teile geteilt würde, dann schneide ich zwei Teile da ein und einen Teil da oben lasse ich. Man kann das natürlich auch noch vorher genau abmessen, aber wenn man das ungefähr so bis da macht, also einfach mit dem Auge schaut und das bis da einschneidet, dann passt das auch ungefähr. Also einfach da überall einmal einschneiden. So. Und als nächstes brauche ich den Locher. Jetzt loche ich hier, das sind ja zwei Seiten, und unten rechts loche ich das jetzt. Am besten guckt man da noch mal ein bisschen so in den Locher rein, damit man das auch wirklich richtig gut trifft. So, unten rechts ist gelocht. Ich drehe das Ganze weiter und ich loche wieder unten rechts. Wieder ein Loch, ich drehe es weiter. Und mach wieder hier unten rechts ein Loch rein. Und in das letzte, an der letzten Seite auch. Jetzt ist also hier, hier, hier und hier ein Loch. Und jetzt fehlt nur noch das Loch in der Mitte. Das kriege ich natürlich jetzt nicht so gut mit meinem Locher hin. Das mache ich jetzt einfach mit meiner Schere. Dafür falte ich das noch mal ein bisschen so rüber. Mache so einen klitzekleinen Schnitt hier vorne rein.
So, und jetzt bin ich schon fast fertig. Jetzt brauche ich nämlich wieder das hier. Und ich stecke das als erstes hier hinten durch. Durch dieses Loch, das ich jetzt gerade in der Mitte gemacht habe. Jetzt mache ich nacheinander die anderen Löcher hier drüber. Eins nach dem anderen. So. Und jetzt sieht man schon, jetzt ist es schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch die Perle. Je nachdem, wie dick die Perle ist, kann man die entweder einfach so draufschieben oder man muss sie dann eben noch ein bisschen mit Alleskleber ankleben, damit die da auch wirklich fest bleibt. So, und jetzt ist es fertig. So, noch ein bisschen nach vorne schieben. Und wenn es noch nicht funktioniert, dann ist vielleicht hier oben noch der Stab im Weg. Den kann man natürlich noch ein bisschen abbrechen. Und meine Finger sind noch im Weg. So, wenn sich euer Windrad vielleicht auch nicht so gut dreht, dann hilft es manchmal, wenn man von unten hier auch noch eine Perle drauf macht. Also, dass das Windrad zwischen zwei Perlen ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare. Und ja, schaut doch mal in anderen Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!